Theater ist für mich der Ursprung des Schauspiels. Uwe Keller, gebürtiger Saluier, 56 Jahre alt und Schauspieler. Und das seit 20 Jahren. Angefangen habe ich als Amateurschauspieler auf der Teufelsburg. Wie bin ich dazu gekommen? Oder wie war der Gedanke, warum ich Schauspieler werden wollte? Nun, ich war eigentlich schon in jungen Jahren interessiert in der Schauspielerei. Intensiv als Jugendlicher, als ich die ersten Filme sah mit James Dean, Jenseits von Eden, denn sie wissen nicht, was sie tun, das hat mich unwahrscheinlich begeistert. Und das hat mich dazu animiert, bzw. herausgefordert, sowas zu spielen. Ich habe gedacht, ja, wie kann ich sowas erreichen, dass ich so lernen will, wie er, wie Jimmy, das war mir klar, dass es das nicht funktionieren wird. Also ich habe einfach brillant gespürt und ist zu gut gewesen. Ich habe mir nur gedacht, ja, wie kann ich Schauspieler werden? Theater wird es auch bei mir keinen Film, keinen Fernsehen geben. Also für mich als Schauspieler ist es wichtig, Theater erstmal zu spielen in erster Linie, weil mit Theater hast du diese 6 Wochen Probezeit und dann geht es raus zum Publikum und du spielst dann vor, je nachdem welches Theater es ist, vor 300, 800, 900 Menschen. Ja, also Theater ist für mich so voller Adrenalin, dass ich es brauche, das Theater. Also bevor Film und Fernsehen kommt, ist für mich das Theater ganz wichtig. Man hat auch die Nähe zum Publikum sehr intensiv, man spürt das Publikum, während ich bei Film und Fernsehen halt natürlich drehe, was auch sehr spannend ist, und später wird der Film vor Millionen Menschen gesehen, das ist natürlich dann auch was Tolles, aber diese Berührungspunkte, Theater, Mensch, Schauspieler und Menschen, Publikum, das ist was ganz Besonderes. Und angefangen hat das Ganze bei mir mit einer kleinen Zeitungsannonce. Und zwar stand da drin, dass Mitstreiter gesucht werden von der Spielgemeinschaft Teufelsburg mit dem Theaterstück Im Namen Gottes. Da habe ich damals gedacht, soll ich nicht? Dann habe ich dann irgendwann mal mich getraut anzurufen. Und der Stefan Mitscher, der damalige zweite Vorsitzende, habe ich dann eingeladen. Ich habe mir dann das Ganze erstmal bei den Proben angucken dürfen. Und war dann so begeistert, dass ich eine kleine Sprechrolle gleich bekommen hatte. Ja, dass dann so die ersten Berührungsängste auch schon gleich nicht mehr vorhanden waren. Also diese Ängste. Und dann ging das auch dann das gleich mit den Proben los. Und so habe ich mich dann Schritt für Schritt in die Theaterszene reingeführt und dann auch ja, angepasst. Das heißt, das Theater war vor dem Film, im Fernsehen? Ja, auf jeden Fall. Also, Theater war für mich eigentlich schon immer vor Film und Fernsehen. Wie gesagt, alleine schon deshalb, um direkt mit dem Publikum in Kontakt zu treten. Und für mich war es auch wichtig, zuerst Theater zu spielen, um dann später die Chance auch zu bekommen, okay, ich habe jetzt Theatererfahrung, jetzt traue ich mich mal, mich für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen zu bewerben. Und waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Theater? Oder was hat dich am Theater fasziniert, dass es dich dafür interessiert hat? Wie weit gehen wir dort zurück? Ach, der Ursprung ist natürlich, liegt schon ziemlich weit zurück. Es war noch in der Schulzeit, als ich Jugendlicher war. So mit 15, 16 durfte ich in der Schule früher den berühmten deutschen Komiker Otto Walkes imitieren. Unser Deutschlehrer hatte damals sogar extra ein paar Sonderstunden eingefügt, und wenn er dann mal keine Lust hatte, Deutschunterricht zu halten, hat er gesagt, Uwe, spiel doch mal den Otto für uns. Und dann durfte ich so eine Dreiviertelstunde die Otto-Show machen und dann den Otto imitieren und spielen. So nach dem Motto, ja, mein Kind, ich mag mein Brechmittel nicht essen. Du magst dein Brechmittel nicht essen? Ich hau dir eine. Halt, stopp. Warum mag Gabi wohl ihr Brechmittel nicht essen? Ja, und so weiter und so weiter. Das waren so die ersten Punkte. Die Inspiration kam schon durch die Filme von James Dean und mit James Dean.
Ich habe halt gesehen, wie er gespielt hatte, und ich war begeistert, die Art, wie er damals gespielt hatte. Und daraufhin habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie kannst du da reinkommen. Habe damals bei der Schauspielschule hier in Saarbrücken, damals gab es an der Musikhochschule noch die Fachabteilung Schauspiel, ein Vorsprechen gehabt mit Herrn Professor von Stars. Der hatte mir geraten, noch einen Job zu suchen, eine Ausbildung zu machen und dann später mich dort zu bewerben, was ich dann auch gemacht hatte. Ich wurde dann auch schließlich zur Aufnahmeprüfung zugelassen, was mir dann aber die Bundeswehr leider vergeigt hatte, sodass ich erstmal noch ein paar Jahre in meinem alten Job gearbeitet hatte. Also du hast schon zwischen 14 und 20 darum bemüht, erste Rolle zu bekommen, Ausbildung in dem Bereich Schauspiel, Theater zu bekommen. Genau, so lief es dann auch, aber da man ja halt noch relativ jung war, die Bundeswehr war dazwischen und man hatte halt noch mit 16, 17 nicht viel Geld verdient. Damals gab es für eine Ausbildung monatlich 300, 400 D-Mark, was also äußerst wenig war, damit konnte man noch nichts anfangen. Und so hat das Ganze sich dann halt so hinausgetögert. Nach der Bundeswehr wollte man wieder Geld verdienen, dann bin ich halt in meinen alten Job in den Verkauf und habe zunächst dort mal Regie geführt gehabt, in dem Stück eine Litanuntersage, was sehr toll gelungen war, gleich mit Doppelbesetzungen. Und parallel zu dem zweiten Stück, die Rüstung des Herrn von Felsberg, bin ich gecastet worden für die Via Crucis Passionsspiele. Und in diesem Stück, das über 3 Stunden ging, hatte ich 8 Jahre lang den Judas gespielt, was eine sehr intensive, facettenreiche Rolle war. Es war für mich eine klasse Erfahrung, so unterschiedlich spielen zu dürfen, von quasi himmelhoch jauchzend zu Tod betrübt und nicht so eine einfache Rolle, wo du einfach nur deinen Text ablässt und dann deine Rolle damit erfüllst. Nein, diese Judas-Geschichte, diese Judas-Rolle war hochemotional, wütend, erstaunend, bemitleidend, hat einfach alles gegeben, diese Rolle. Das heißt also, du hast, bevor du deinen Unterricht begonnen hast, schon Erfahrung auf der Bühne sammeln können? Jede Menge Erfahrung sammeln können, genau. Also es gab immer wieder Theaterstücke außerhalb des Staatstheaters, in denen ich mich festigen konnte. Da gab es auch ein ganz bekanntes Stück, ein Krimi-Dinner, genannt ein Cocktail für eine Leiche, was wir vor etlichen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, 10, 12, 13 Jahre, auch aufgeführt hatten. Das war dann alles so in meinem Außerhalb-Erfahrungsbereich mit drin. Also wenn ich sage Außerhalb-Erfahrungsbereich, meine ich natürlich immer außerhalb des Staatstheaters. Ich habe dort den Philipp Morgan gespielt, einen Mörder, der auch sehr facettenreich war. Und diese Art zu spielen, liegt mir dabei einfach. Die Schule Acting Arts hatte ich besucht, relativ spät eigentlich, 2010, 2011. Das war die Bühnenklasse bei Acting Arts. Hatte aber vorher schon etliche Workshops und anderen Schauspielunterrichten teilgenommen, teilweise in Köln, in München, in Berlin. Habe Kamera-Acting dort gemacht bei der Berliner Schule. Auch nochmal Erfahrungen gesammelt, aber das ist natürlich eine ganz andere Art, Erfahrungen zu sammeln für Kamera-Acting, als wenn du jetzt speziell wie bei Acting Art eine Bühnenfassung bzw. Erfahrungen sammelst. Weißt du, was ich meine? Du spielst halt auf der Bühne, auf der Theaterbühne ganz anders als vor der Kamera. Du spielst vor der Kamera leiser, differenzierter und ein bisschen closer, enger, damit es halt für die Kamera passt. Und auf der Bühne selber kannst du, darfst du, sollst du, manchmal auch nicht immer, agieren. Also bei der Kamera ist es oft so, weniger ist mehr, während es schön ist, wenn man kann, auf der Bühne groß zu agieren. Also das heißt, dass dann auch wirklich der Letzte in der 18. Reihe dann auch sieht, was du vorne machst. Nun wünsche ich viel Spaß mit dem neuen YouTube-Kanal Angel Studio. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Damit ihr keine Neuigkeiten mehr verpasst, aktiviert die Glocke und bleibt auf dem aktuellen Stand. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal hier auf dem YouTube-Kanal Angel Studio.